In diesem Video möchte ich gerne euch zeigen, wie ich GUDA mit JavaCpp in Kombination mit Maven und Eclipse verwende. Meine Umgebung ist hier eine Linux-Umgebung, aber ich zeige euch auch, welche Differenzen man für eine Windows-Umgebung eintragen muss, sodass es auch unter Windows läuft. Warum mache ich das? Ich mache das deswegen, weil ich JavaCpp eine recht gute Library finde. Man kann sie relativ einfach verwenden, um native Applikationen zu schreiben und CUDA, klar, da weil es halt schnell ist. Beziehungsweise, wenn man es richtig macht, ist es schnell. Wenn man einige Dinge falsch macht, äh, dann ist es halt nicht mehr ganz so schnell. Das heißt, äh, man muss viel CUDA wissen haben, wenn man also mit CUDA arbeitet, aber hier ist das CUDA-Wissen eigentlich gar nicht gefordert, sondern ich gehe ja hier in diesem Video darauf ein, wie, wie kriege ich meine Entwicklungsgebungen so zusammengestellt, damit ich am effektivsten damit arbeiten kann. Schauen wir uns als erstes die POM an. Die POM-XML die ihr hier jetzt seht, basiert auf einer POMXML, die ich in einem vorigen Video beschrieben habe. Also ich gehe jetzt nicht mehr in die Details ein, wie Java-CPP mit Maven funktioniert, sondern nur noch auf die Spezifikas für CUDA. Der wichtigste Unterschied, den wir haben, ist, dass wir hier ganz zum Schluss eine bestimmte Sache einbinden müssen. Hier in dem Fall habe ich den Treiber 8.0 drauf. Und ich verwende den 1.3er Bytecode. Das heißt, diese Dependency, die muss ich hinzufügen, damit ich überhaupt CUDA verwenden kann mit Java CPP. Java CPP liefert glücklicherweise einige Properties und Funktionalitäten hinzu, die das Leben erleichtern. Je nachdem, was ihr eine Version habt, und da Versionskombination müsst ihr entsprechend diese Version hier unten anpassen. Als nächstes schauen wir unseren Source Code an. Vom Source Code her haben wir einmal unser Java Programm und wir haben einmal unser C Programm oder hier C Programm. Ich will mal ganz kurz sagen, wie MyExample aussieht. Wir haben hier eine MyExample als Java Klasse. Die von Pointer erweitert. Wir haben zwei Allokierungsfunktionen. Wir haben einmal unseren Testmethod. Wir haben hier unsere Hauptroutine. Unsere Hauptroutine erstellt einmal das Objekt, speichert oder allokiert 16 Felder und wir rufen unsere Methode mit dem Wert 3.01 auf. Und natürlich schließen nicht vergessen, ansonsten wird der Speicher nicht freigegeben. Schauen wir uns als nächstes, wie unser MyExample im C-Code aussieht. Im C-Code sind die wichtigsten Punkte, dass wir oben diese zwei Includes drin haben. Dann haben wir unsere Routine, die wir durchrechnen wollen. Hier ist es so, dass wir einen Vektor berechnen, indem wir sagen, wir haben unseren Y-Wert. Der multipliziert sich mit a und einem x-Wert und der wird mit diesem y-Wert also addiert. Hier haben wir unsere Initialisierungs- und Aufrufroutine. Das heißt, a ist ja der Parameter, den wir übergeben haben. Wir haben hier eine Initialisierung. x wird mit i quasi initialisiert und y wird immer mit 2 festgelegt. Mit dem nächsten Befehl rufe ich die Funktionalität auf. Wobei hier zu beachten ist, ich habe hier 256 als Anzahl der Threads angegeben. Das ist natürlich ein Wert, der sehr beliebig gesetzt wurde. Ich kann hier auch 1 setzen, 16. Es hängt ein bisschen von der Grafikkarte ab, wie hoch der Wert maximal sein darf. Auch hier gilt, diese Parameter sind nicht immer klar, mit welchem Parameter eigentlich die Grafikkarte am schnellsten abläuft. Das hängt von der Grafikkarte ab, insbesondere. Und natürlich auch vom Algorithmus, was man eigentlich benutzt. Und zum Schluss, wenn wir also die Werte wieder aus dem CUDA-Speicher zurückkopiert haben nach Y, geben wir alle Y-Werte raus. Jetzt gibt es einen Punkt, der wichtig ist bei der Kompilierung. Und zwar können wir jetzt nicht einfach nur kompilieren, sondern wir müssen natürlich bestimmte Dinge anders machen. Also insbesondere haben wir hier einen Unterschied bei den Maven. Das heißt, wenn wir jetzt hier das erstmal bauen, dann müssen wir sagen, run as Maven build. Wir müssen hier als goals clean install eingeben. Aber was jetzt wichtig ist, wir müssen hier einen Parameter hinzufügen. Ohne diesen Parameter würde es nicht funktionieren. Er würde quasi diesen CUDA-Code nicht kompilieren. Er würde eine Fehlermeldung ausgeben. Also müssen wir ein Parameter hinzufügen und zwar ein Parameter, der die Java-Plattform bzw. die java -CPP plattform definiert. Dazu geben wir hier ein java .plattform". und weil ich hier ein Linux-System habe, ein 64-Bit-Linux-System, wird hier Linux x86 underscore CUDA verwendet. Wenn ihr ein 64-Bit-Windows-System habt, dann würde der Parameter so lauten Windows-x86 underscore 64. Aber damit es natürlich jetzt hier funktioniert, muss ich hier die Linux-Variante drin haben. Als nächstes kom kompilieren wir. Ja, wir speichern das ab. Kompilieren. Und wir haben den Aufbau durchgeführt. Und jetzt können wir noch das ausführen, indem wir sagen: Run as Java Applikation. Da wollen wir ja dann dieses natürlich ausführen: My Example. Und dann ist das Ergebnis da. Und wie ihr seht, der Konstruktor ist aufgerufen. Der Prozess ist aufgerufen worden mit abc bus 1.03. Dann sehen wir hier die Ausgabe, die er durchgerechnet hat. Also. 0 mal 3,01 plus 2 ist 2 und 1 mal 3,01 plus 2 ist 5,01 und so weiter. Eigentlich war das jetzt alles, wie man CUDA mit Java CPP miteinander verbindet. Für den nächsten Teil des Videos möchte ich euch gerne nochmal einen kleinen Einblick geben, wie Maven... Oder wie in diesem Fall eine bestimmte Maven-Zeile aufgebaut wird und woher die Informationen kommen. Schauen wir uns dazu noch einmal ganz kurz die, den Aufruf von Maven an und die Ausgabe eines Maven-Bilds. Wenn wir ein Maven aufrufen, dann müssen wir den Namen einer Plattform übergeben. Das ist hier in dem Fall Linux x86-64-CUDA. Merken wir uns einfach mal diesen Namen. Und wenn wir jetzt diesen Bild einmal durchführen und uns ein bisschen genauer anschauen, dann wollen wir den Blick mal auf eine bestimmte Zeile setzen. Und zwar diese Zeile hier, nvcc, das ist die Zeile, wo der CUDA-Compiler aufgerufen wird. Und hier haben wir jetzt nvcc und dann verschiedene Parameter, Imports, wir haben hier Compiler, Parameter. Insbesondere interessant ist vielleicht noch die Optimierungsparameter, Linking-Informationen und so weiter. Bloß wie werden jetzt oder woher kommen diese Informationen und wie könnten wir sie gegebenenfalls manipulieren? Diese Informationen hier kommen über eine Property-Datei. Die Property-Datei, der Name dieser Property-Datei, ist ja gerade der Parameter, den wir gerade beim Maven-Build übergeben haben. Hier in unserem Fall ist es Linux x86 äh, 64 CUDA. Wir können jetzt entweder in die XML irgendwo reinschauen, beziehungsweise in den JAR-Paketen, oder wir können auf eine bestimmte Seite gehen im Internet, wo genau diese ganzen Property-Dateien aufgelistet sind und wir können sie bequem uns anschauen. Dazu habe ich euch einen Link im Beschreibungsfeld gegeben, sodass ihr dann direkt darauf zugreifen könnt. Hier ist die Seite auf GitHub. Den oberen Link will ich gar nicht im Detail genau sagen. Es ist von GitHub, PSI, Bre, C, Java, CPP, Bla, 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 bis halt hinten diesen verschiedenen Properties. Und dann können wir jetzt hier auf die Property-Liste gehen, also auf das Verzeichnis Properties, und dann sehen wir alle die Möglichkeiten, die wir für diesen Java-Plattform angeben können. Also ja, Android Arm Property, äh, Generic, Linux Arm und so weiter. Für macOS X, für Windows sind also dementsprechende Property Dateien schon enthalten. Und hier sehen wir uns auch unser Name dieser Property-Datei, die wir übergeben haben. Hier ist es Linux x 64 cuda Und da gehen wir mal rein. Und wenn wir da reingehen, dann sehen wir hier zum Beispiel Compiler-Bas. NVCC oder hier auch die Optimierung dieser Optimierungsparameter bei diesem Output Prefix und wenn wir jetzt wollen, dass wir ein, etwas an diesen Properties ändern wollen, dann können wir also innerhalb von Maven diese Parameter ändern und zwar über Properties. Hier habe ich jetzt mal den Compiler Options verändert und zwar so, dass er nicht mehr den gcc-compiler verwendet sondern einen c compiler also jetzt wisst ihr wie man also die verschiedenen parameter ändern kann also welche properties überhaupt existieren das kann man halt über diese dateien sehr schön sehen und wo man sie ändern kann nämlich hier in der pom wenn ihr also irgendwann mal irgendwelche Probleme oder spezielle Anforderungen habt, wisst ihr jetzt, an welchen Schnellschrauben ihr drehen könnt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und bis zum nächsten Video.